Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, in diesem Video soll es einmal nochmal ein kleines Update zu meinem Meerwasserbecken gehen. Das Becken läuft ja nach wie vor ohne Abschäumer, ohne sonstigen Schnickschnack, Fließfilter und was es da so alles gibt, sondern nur mit einer Strömungspumpe, Heizstab und Beleuchtung. Das Wasser ist ja nach wie vor kristallklar und ich möchte euch auch in diesem Video einmal so ein bisschen zeigen. Habt nicht so große Angst vor der Meerwasseraquaristik, macht es einfach. Es gibt ganz, ganz viele Wege, die zum Erfolg führen und ich fahre diesen Weg, weil ich halt einfach ja den Weg für den nicht richtigen, aber für meinen ja für meinen richtigen Weg halte. Ich sag mal, es steht alles soweit super. Die Korallen wachsen. Hier sieht man gerade eine schöne Tridacna maxima, wie sie ja schön ihre Mantelblätter schön draußen hat. Das Wasser ist total klar. Ich hatte ja ein paar Monaten mich mal ein bisschen an ein SPS versucht und eine Milka eingesetzt. Ja, die ist eingegangen. Die hat ihr Gewebe verloren, weil ich einfach in diesem Becken die Nährstoffwerte nicht so konstant halten kann, wie es für diese Art von ja, Korallen erforderlich ist, was mich auch dann überhaupt nicht stört. Dann fahre ich weiter so, wie ich jetzt fahre, mit den Weichkorallen und ein paar Euphilien sind auch da. Und wie sieht man, ne? Schönes Affenhaar, wie es da wächst, überall so ein bisschen pumpende Zähnchen. Klar, man sieht ein paar Kugelalgen. Ich habe ein, zwei Glasrosen, die aber von den Vodamani-Kanälen gut in Schach gehalten werden. Und sieht das alles, finde ich, für mich, für meine Aquaristik super aus. Ne? Ich füttere jeden Abend vom Plankton Vital. Aktuell so einen ja, Instant-Plankton, was ich jeden Abend einmal anrühre für die Korallen. Am Ende danken deshalb mit auch schön viel Zooplankton im Becken. Sieht alles, ein super Produkt. Kann ich jedem empfehlen. Bin ich sehr zufrieden. Aber was jetzt in den neuen nächsten Videos folgt, ist auf jeden Fall Zooplankton und Phytoplanktonzucht. Ja, ganz einfach gemacht. Das läuft schon soweit. Muss noch ein bisschen warten, ob das alles so klappt. Und dann geht es da auch mit den Videos los. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos.